Hey und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim und mit diesem Video zeige ich euch, wie ihr PDF-Grundrisse in den PiComplanner einfügen, skalieren und zuschneiden könnt. Um einen Grundriss zu importieren, geht ihr unter Datei auf Importieren und wählt euren Grundriss aus. Es öffnet sich der Import-Dialog, in dem ihr den Maßstab festlegen könnt, der im Grundriss angegeben ist. Beim Import der PDF-Datei werden Linien erkannt und in Vektorgrafiken umgewandelt, sodass später beim Nachzeichnen die Fangpunkte verfügbar sind. Um jetzt weiter damit zu arbeiten, ist es wichtig sicherzustellen, dass der Grundriss eine Gruppe ist und nicht aus Einzelteilen besteht. Dafür wählt ihr mit STRG A alles aus und klickt auf den Button Gruppieren, der sich im Raster Bearbeiten befindet. Nun lasst uns mal überprüfen, ob der Grundriss überhaupt in der richtigen Größe in der Planung vorliegt. Dazu sucht ihr euch eine geeignete Stelle mit einer Maßangabe und wählt das Maßbandwerkzeug aus. Sollten bei euch jetzt die angegebenen Werte nicht mit den vorgegebenen Werten übereinstimmen, ist es ganz leicht, sie zu korrigieren. Um den gesamten Grundriss auf die richtige Größe anzupassen, selektiert ihr ihn und wählt das Werkzeug Skalieren. Jetzt sucht ihr euch wieder eine Strecke und klickt auf die Fangpunkte. Ihr könnt nun den gesamten Grundriss frei skalieren und wenn ihr eure Maus auf der gelben Linie bewegt, bleibt das richtige Verhältnis zwischen den beiden Achsen bestehen. Mit der Betätigung der Umschalttaste, solange die Maus sich auf der gelben Linie befindet, lässt sich die proportionale Achse sperren. Jetzt wird in X- und Y-Richtung gleichzeitig skaliert, auch wenn ihr die Linie mit der Maus verlasst. Ihr könnt nun den angezeigten Wert für die Strecke eingeben und habt euren Grundriss auf der richtigen Größe. Manchmal braucht ihr für die Planung nur einen Teil eures Grundrisses. Mit dem Werkzeug 2D zuschneiden könnt ihr einen bestimmten Bereich aus eurem Grundriss freistellen. Jetzt könnt ihr einen beliebigen Ausschnitt aus der Planung markieren. Mit dieser Technik habt ihr den restlichen Teil des Grundrisses entfernt. Alternativ könnt ihr auch eine Kopie des Grundrisses erstellen, um die restliche Planung zu erhalten. Macht dafür einfach einen Rechtsklick und wählt Kopie zuschneiden. Jetzt habt ihr euren ausgeschnittenen Bereich, ohne dass die restliche Planung entfernt wird. Wenn ihr die wichtigsten Vorbereitungen getroffen habt, könnt ihr jetzt beginnen, euren Grundriss nachzuzeichnen. Im Hintergrund seht ihr, dass der erste Raum schon langsam seine Form annimmt. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.